als die 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Andächtige im Herrn. Am Oktavtag von Weihnachten begeht die Kirche seit dem 14. Jahrhundert das Fest der Beschneidung Christi. Denn 8 Tage sollten nach der Vorschrift des mosaischen Gesetzes hingehen zwischen der Geburt eines Knaben und seiner Beschneidung und damit seinem offiziellen Eintrag in die Gemeinschaft des auserwählten Volkes. Und mit diesem 8. Tag tritt unser Erlöser gleichsam ein in seine Rolle als König der Juden. Dem weltlichen Sinne nach durch den Erbvater Josef, aus dem Hause und Geschlechte Davids stammend, ist er, Christus unser Herr, die Erfüllung der Prophezeiung des greisen Patriarchen Jakob, der einst über Juda weissagte, dass der Herrscherstab verwaist ist, bis der kommt, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Und nun ist er da. Geboren aus Maria der Jungfrau. Nun ist er da und durch die Beschneidung Teil dieses Volkes geworden, das ihn seit urgrauer Vorzeit ersehnte, erwartete, erhoffte, ja erflehte. Und nun ist er da, um die 33 Jahre seines Erdenlebens zu beginnen, bis er uns am Holz des Kreuzes vor den Toren Jerusalems vom Fluche der Sünde lösen wird. Das Kind von Bethlehem, der große Gott, der sich herabließ, in der Zeit Kind zu werden. Für jenes Volk, das für ihn und zwar einzig allein für ihn auserwählt worden war. Die ganze Welt des Judenvolkes findet mit dem heutigen Tag ihr Ziel, dass er sich würdigt, diese Erwartung, diese Erwählung zu erfüllen. Denn über Jahrhunderte, oftmals unter schwersten Rückschlägen, bewahrte dieses Volk den Ein-Gott-Glauben inmitten der Götterhäufungen aller umgebenden Völker. Und heute findet dieser Glaube an den einen und einzigen Gott seine feierliche Bestätigung. Ja, mehr noch, nicht nur seine Bestätigung allein. Dieser Glaube an den einen und einzigen Gott wird heute gleichsam um die innergöttliche Dimension des Ganzen bereichert. Das, was kein Auge geschaut, kein Ohr gehört und in keines Menschen Sinn gekommen ist, das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit. Ein Gott in 3 Personen. Dieser einzige und wahre Gott, um dessen Willen das Volk einst auserwählt worden war, er hat sich zu Weihnachten als der Dreifaltige offenbart. Als der Sohn, das ewige Wort, das aus Maria der Jungfrau Fleisch angenommen hat und geboren wurde. Eine göttliche Person mit 2 Naturen. Einer göttlichen, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, und einer menschlichen, aus Maria der Jungfrau geboren in der Zeit. An einem konkreten, nachweisbaren, messbaren Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte. Er wird Mensch, er wird historisches Wesen. Der große Gott, der die Welt erschaffen hat und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit, der außerhalb der Zeit in unzugänglichem, ewigen Lichte thront, er lässt sich herab in die Zeit seiner Geschöpfe einzutreten. Er beugt sich herab zu diesem seinem Geschöpf, um dieses, das sich von ihm getrennt hatte, wieder zurückzubringen. Und heute, am 8. Tag nach seiner Geburt, tritt er in die Fußstapfen seines Ahnherrn. Und wenn Pilatus 33 Jahre später, gleichsam prophetisch, als Grund für seine Hinrichtung über seinem Haupte angeben lassen wird, Jesus von Nazareth
König der Juden, so weist er, ohne es zu wissen, zurück auf den heutigen Tag. Denn heute beginnt sein Erlösungswerk für uns und um unseres Heiles willen. In jenen 8 Tagen nach seiner Geburt, als er die ersten Tropfen seines gottmenschlichen Blutes vergießt, war dies gleichsam Vorbild für die letzten Tropfen seines Herzblutes, das er 33 Jahre später am Holze des Kreuzes vergießen wird. Um allen Menschen, ohne jegliche Ausnahme, die Möglichkeit zu geben, in den Himmel kommen zu können. Das kostbare Blut des Herrn. Es bildet gleichsam die Klammer um die 33 Jahre seines Erdenlebens. Beschneidung und Wasserstich des römischen Soldaten sind die beiden Eckpunkte, zwischen denen der Herr sein Wirken entfaltet und er in den letzten 3 Jahren seines irdischen Lebens das Evangelium verkünden wird. Und dieses Evangelium für alle Zeiten an seine sichtbare Kirche binden wird. Denn es gibt kein Evangelium ohne die sichtbare Kirche, die eben auf dem Fundament seiner auserwählten 12 Apostel beruht. Ohne die Nachfolge der Apostel, ohne die Bischöfe, gibt es keine Verkündigung des Evangeliums. Das muss uns gerade in unserer heutigen Zeit stets bewusst sein und bewusst bleiben. Christus der Herr hat keine Geistkirche erfunden. Die Bibel ist kein vom Himmel gefallenes Buch, das in sich sakrosankt wäre. Nichts ist dem Evangelium weniger entsprechend als das berühmte Sola Scriptura, dass es allein die Schrift sei, wie Luther das behauptet. Denn das, was Jesus Christus gestiftet hat, ist eine sichtbare Gemeinschaft derer, die an ihn glauben, mit einer ganz konkreten, sichtbaren hierarchischen Verfassung, mit ganz konkreten, sichtbaren Gnadenmitteln, nämlich den Sakramenten. Die Aufzeichnung des Lebens und der Lehre Jesu Christi erfolgte durch konkrete einzelne Personen unter Eingebung des Heiligen Geistes. Die Approbation, also die Gutheißung dieser Schriften und ihre Zusammenfügung zu dem, was wir heute die Bibel nennen, war eine Leistung der alten Kirche, allen voran des heiligen Athanasius von Alexandrien, gestorben 373. Und erst im Konzil von Trient wurde endgültig festgelegt, was zur Heiligen Schrift gehört und was nicht. Christus ist Mensch geworden. Christus ist Fleisch geworden und hat sich den Gesetzen des Moses unterworfen, damit die ganze Gerechtigkeit erfüllt wird. Und darum erkennen wir auch an, dass diese sichtbare Kirche, so wie wir sie heute und jetzt vor Augen haben, trotz der sichtbaren Schwächen ihrer Amtsträger, die Kirche ist, die Christus gestiftet hat. Die sichtbare Heilsanstalt, die dafür sorgen soll, dass allen Menschen das Evangelium verkündet wird und dass alle Menschen ihr Haupt unter dem allein seligmachenden Wasser der Taufe beugen. Das und nur das ist die Aufgabe der sichtbaren Kirche. Und für das ist sie absolut und notwendig. Brüder und Schwestern in Christus, das Glück, Katholik zu sein. Und auch wenn es uns in unserer heutigen Zeit manchmal schwer fallen mag, diesem Satz aus ganzem Herzen zuzustimmen, verbindet er doch unverrückbar 2000 Jahre. Denn es ist das größte Glück auf Erden, diesem von Christus dem Herrn sichtbar gestifteten Heilsanstalt anzugehören
und wie der mystische Leib Jesu Christi zu sein, der uns mit seinem kostbaren Blut erlöst hat. Amen.